Heute gibt's Live-Fußball aus dem Olympiastadion. Herzlich willkommen. Heute sehen wir die DFB 11 gegen Borussia Dortmund. Das Olympiastadion in Berlin ist nach wie vor ein beeindruckender Bau und es hält auch einen Rekord, nämlich den des Bundesligaspiels mit den meisten Zuschauern. 1969 war das, die Hertha gegen den 1. FC Köln vor einer Wahnsinnskulisse von mehr als 88.000 Zuschauern. Hertha gewann damals 1-0. Mesut Özil gegen Marco Reus. Das wird ein spannendes Duell, oder? Was erwartest du? Mesut Özil ist ein exzellenter Spieler, der sich mit seinen Dribblings hervorragend durchsetzen kann. Ein absoluter Publikumsliebling. Marco Reus ist vielmehr ein Spieler, der über die Pässe kommt, über das Zusammenspiel mit seinen Kollegen, über die Kombination. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und so tritt der BVB heute also an. Und dann gucken wir uns noch kurz die Gegenseite an, Buschi. Auch hier sehen wir eine sehr offensive Ausrichtung, auch wenn da 4-5-1 steht. Wunder von Bern. Schmach von Cordoba, Wembley-Tor und. Die Spiele der Nationalmannschaft haben häufig historische Bedeutung erlangt. Und da ist es ja ganz spannend, ob man sich in 50 Jahren auch an die Spiele der heutigen Zeit so zurückerinnern wird. Also ich kann mir schon vorstellen, das Halbfinale der WM 2014 gegen Brasilien, das kann so einen Status erreichen. Emre Can. Die DFB-11 greift hier an. Sauber vom Ball getrennt hier. Jetzt Müller. Sané! Den Ball hält er gut. Abspiel war nicht gut. Der Ball über die Linie. Dembélé. Und nun Castro. Sie suchen die Lücke. Schwach hier vorn Hummels. Rode. Da kommt der Steilpass. Götze! Da geht der Ball ein gutes Stück übers Tor. Da kann er ihn stoppen. Schmelzer. Der steile Pass in Richtung Thomas Müller. Jetzt Özil. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Die Teams heute sind gleichwertig besetzt. Oder siehst du Borussia Dortmund Tick im Vorteil? Ja, Wolf, auf dem Papier kann ich keine Vorteile ausmachen. Da muss schon alles passen, wenn sie was mitnehmen wollen. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Er sieht gelb, aber viel wichtiger ist, wo das Foul passiert ist. Ganz gefährliche Position, Wolf. Und Freistöße können sie. Das haben sie oft genug bewiesen.
Den Schuss verzieht er, keine Gefahr für das Tor. Und hier nochmal die Wiederholung, auch für Sie zu Hause, liebe Zuschauer. Eine unglückliche Aktion, aber der Schiedsrichter liegt hier völlig richtig, gelb zu ziehen. Thomas Müller. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Gut in den Lauf gespielt. Khedira. Der Ball ist drin. Sie gehen in Führung. Toller Abschluss. Sehr gut gemacht. Jawohl, wirklich spitze. Der schießt den Ball flach, aber so platziert, dass da nichts zu halten ist. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Rode. Dembélé. Den Ball treibt Aubameyang nach vorne. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Er bleibt. Jetzt ist er durch. Mesut Özil. Klasse aufgepasst vom Torwart. Der Ball ist immer aus. Es gibt Ecke für Deutschland. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Es gibt Vorteil, geht direkt weiter nach vorne an Aubameyang. Castro am Ball. Da kann er ihn stoppen. Jetzt wieder Ballbesitz für die DFB-Auswahl. Schießt er ihn rein. Sie bekommen eine Ecke. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Wird das eine Torchance? Marc Bartra. Reus. Die Chance. Groß. Eckstoß für die deutsche Nationalmannschaft. Und hier nochmal die tolle Aktion des Torhüters von eben. Souverän gemacht. Und ja, da kannst du als Gegner auch schon mal verzweifeln, wenn der so hält. Da geht er mit dem Kopf hin und klärt. Da muss es Freistoß gegen Deutschland geben. Geht vielleicht was über Mario Götze. Da passt er auf. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Der Angriff könnte was werden. Emre Can. Da macht er ihn rein. Und der Schuss geht flach rein. Da war nichts zu halten.
Irgendwann musste ja dann einer reingehen. Sie investieren hier mehr und kommen so zu guten Abschlüssen. Da muss jetzt auf der Gegenseite eine Reaktion folgen. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Castro am Ball. Und Piszczek. Dembélé. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Der Ball kommt, aber der Verteidiger ist dazwischen. Steilpassversuch von Reus zum Gegner. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt Aubameyang. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Khedira. Was für ein Tor. Besser kann man den Ball nicht platzieren. Super gemacht. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Marc Bartra. Dembélé. Die erste Hälfte haben sie komplett verpennt. Drei Treffer müssen in Durchgang 2 aufgeholt werden. Was denkst du bislang über Sami Khedira? Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Da muss der Trainer nun an sein Team denken. Er nimmt den vorbelasteten Spieler runter, damit sie nicht auch noch in Unterzahl spielen müssen. Eine nachvollziehbare Entscheidung. So, im Olympiastadion ist alles bereit für die zweite Hälfte. Legen wir los. Sauber vom Ball getrennt hier. Dembélé. Und nun Castro. Einwurf fürs deutsche Team. Groß am Ball. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Jetzt vielleicht. Wenn er da nachgelegt hätte, wäre das Spiel endgültig entschieden gewesen. Aber sei es drum, sie führen ja weiterhin. Rode. Nun Aubameyang. Gutes Tackling. Freistoß gegen Deutschland. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Keine andere Option für den Referee.
Sokratis. Er war noch dran, gibt Ecke. Und nun Özil. Gute Aktion. Fällt jetzt ein Tor. Geht er rein. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Jetzt Eckball. Dembélé. Jetzt vielleicht der BVB. Kimmich. Da gibt es Vorteil für den BVB. Und Götze. Er spielt den Pass zurück. Dembélé. Da trennt er ihn fair vom Ball. Wird's jetzt gefährlich. Und jetzt Toni Kroos. Und er schießt. Er wirft sich in den Schuss. Das war wichtig. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Hummels. Neuer. Ach, zu ungenau. Der Ball ist weg. Dembélé. Da kommt der Schuss. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Jetzt gibt es einen Wechsel beim BVB. Hövedes jetzt also neu im Spiel. Die deutsche Mannschaft bekommt den Einwurf. Hector. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Scheint so, dass die Dortmunder wechseln wollen. Sané. Jetzt müssen sie aufpassen. Da passt er auf. Und jetzt der Schuss. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Und nun Castro. Weigel. Schmelzer. Gibt einen Wechsel beim BVB bei der nächsten Unterbrechung.
Er ist da und hat den Ball. Sauber vom Ball getrennt hier. Sané. Wir haben ein enges Match erwartet. Dortmund bekommt den Freistoß. Kagawa kommt rein in die Partie. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Da kommt der Schuss. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Da kommt der Pass auf außen. Flanke kommt, wird das eine Chance. Aubameyang, super Einsatz vom Torhüter. Der Ball war abgefälscht, also gibt's Ecke. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Klasse Tackling. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Gleich ist das Spiel aus. Das wird ein verdienter Erfolg. Sie waren über weite Strecken die bessere Mannschaft. Jetzt Gomez. Jetzt wird's gefährlich. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Und jetzt die Chance. Da passt. Der Ball wurde gut weggefaustet. Und nun Gomez. Das war einfach für den Torwart. Noch ist hier nicht Schluss. 4 Minuten wurden als Nachspielzeit angezeigt. Hector. Die DFB-Elf greift hier an. Gut gespielt. Und er schießt. Der Ball geht an den Pfosten. Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. Auf den Rängen ist die Stimmung klasse, oder? Was meinst du, Buschi? Sehe ich auch so, Wolf. Da bekommt man Gänsehaut, Hühnerbälle, wenn man die hier singen hört. Kimmich. Schussversuch. Fairer Einsatz hier. Der Ball vom Schiedsrichter. Schluss, aus, Ende. Die DFB 11 gewinnt das Spiel. Ich dachte, Buschi, irgendwann schalten die mal einen Gang zurück. Aber denkst du? Ja, Wolf, das war beeindruckend. Eine richtig, richtig starke Leistung. Wie hast du die Leistung von Sami Khedira heute gesehen? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Auf der anderen Seite, der kam heute nie wirklich in dieses Spiel. Sicher auch ein Grund für die Niederlage.